Junge Menschen, die tanzen, singen, Spaß haben. Und das, obwohl gar keine Musik zu hören ist. Sieht seltsam aus, ist aber der neueste Trend unter den Partywütigen. Silent Disco, leise Disco heißen die Events, bei denen die Musik nicht aus Lautsprechern dröhnt, sondern aus dem Kopfhörer kommt. Was für Außenstehende völlig geräuschlos abzulaufen scheint, ist für die etwa 60 Gäste der ersten Trierer Silent Disco im Brunnenhof ein Riesenspaß. Das erste Mal hier in Trier freue ich mich drüber. Die Musik schickt DJ Dominik Fries von City Radio Trier auf die Ohren der Partygäste. Hören kann sie allerdings nur, wer auch die Kopfhörer aufsetzt. Wer sie absetzt, hat nicht weniger Spaß. Für viele Zuschauer sind die lautlosen Tänzer ein lustiger Anblick. Und nicht nur Triers Studenten sind von der leisen Disco angetan. Also ist nicht meine Musik, aber ich finde trotzdem interessant, mal was anderes. Die kostenlose Kopfhörerdisco ist Teil der Kulturreihe Winterliches Trier, organisiert vom Städtischen Kulturbüro. Mit Veranstaltungen wie diesen, auch mit diesen frisch aufgestellten Lichtkegeln, sollen im Advent mehr Besucher an die Porta gelockt werden. Bei den 60 Partygästen hat das schon mal geklappt. Und je später der Abend, desto mutiger werden auch die Partygäste. Fortsetzung folgt am 7. Dezember.